Heute denken wir mal gleich dran, nicht wie gestern bei Foundry, wo wir die erste Hälfte komplett mit falsch eingestellten Bildschirm gespielt haben. Kaum ist keiner da, schon funktioniert es nicht bei dir. Ja, es hat tatsächlich keine. Ich meine, es fällt echt schwer auf bei Foundry tatsächlich. Aber es hat auch keiner was gesagt. So, das passt jetzt aber. Ich habe Vorbereitung getroffen. Hast du dich informiert wegen den CeMo? Da war ja was. Gut, dass ich es getan habe. Okay. So. Wir können hier schon mal gucken. So, wir müssten als allererstes Blödes Handy. So, okay. Wieso Gesundheit? weiß auch nicht. Hast du genießt vielleicht? Nicht wirklich. Und ich glaube, das überträgt mein Mikro auch nicht. Oder Discord. Discord-Mikro, keine Ahnung. So, wir gehen mal als erstes ein paar Dinos töten. Der Titano rennt hier immer noch rum. Klang hier so. Das kann sein. Sehr gut. So, wir brauchen jetzt nämlich. Wir wollen ja den Cerato zähmen. Und für den Cerato brauchen wir hier sein Opfer-Item quasi, was er droppt. Und dementsprechend töten wir da einfach mal ein paar. So, der Nightbot hat ja gerade den Link reingepustet. Leute, falls ihr so lieb seid und noch nicht habt, gerne auch ein Follow bei YouTube dalassen. Oder bei Discord. Genau, auf dem Discord könnt ihr auch gerne kommen, das ist richtig. Da kriegt ihr immer die Infos, ob mein Stream ausfällt und so weiter. Da wird einmal alles aktualisiert. Bin mal schneller wie der Bot. So. So. Kriegen wir die auch einmal alle? 9 Stück, sieht gut aus. So, hatten wir jetzt noch irgendwo einen markiert? Da hinten. Genau, da habt ihr die Links. Wie gesagt, YouTube würde mich wahnsinnig freuen. Auch wenn es nicht so aussieht, da steckt eine Menge Arbeit drin. Was bodenlos ist, wenn der Stream ausfällt. Ja. Ja gut, ich sag mal so. So, bei Vollzeit-Streamern verstehe ich es tatsächlich, wie. Das ist ja wie wenn du einfach nicht auf Arbeit gehst. Da versteht er tatsächlich, aber bei allen, die das nebenbei machen, neben einem richtigen Job, da kann es schon mal passieren, dass das ausfällt. Was? Du hast noch einen Ja. richtigen Job? Und dann dürft ihr nicht vergessen, zum Beispiel, wo auch viel ausgefallen ist, ist jetzt wo mit meiner Schwester mit der Situation, ne? Dann gibt es halt so Situationen, wenn er. Ist der gerade gestorben? Wer ist Unfassbar. gestorben? Der Cerato, wo ich gerade hinfliegen wollte. Hahaha. Wenn dann so Situationen sind, Lol. die dich mental fertig machen, wie zum Beispiel, wo wir die Nachricht gekriegt haben, dass meine Schwester wieder Krebs hat, dann ist dir halt einfach nicht, weil Stream ist ja auch immer eine Unterhaltungsgeschichte, ne? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder du bist ein Penner und kannst aber was, kannst gut die Spiele gut spielen. Oh, die, guck mal, die Dödis haben auch Babys gekriegt. Wie süß.
Ja, wie gesagt, Was heißt denn du Hops? kannst, wenn du richtig gut bist, kannst du auch der größte Penner sein. Dann ist ja trotzdem interessant. Oder du bist halt unterhaltsam und dann musst du nicht unbedingt was können. Im besten Fall bist du natürlich beides, kannst was und bist unterhaltsam. Aber wenn einem dann nicht nach Unterhaltung ist, nach lustig sein und nach. Dann fällt halt auch mal was aus. Weil ich finde, man muss auch in der richtigen Stimmung dazu sein. Ansonsten merkt ihr das ja auch. Das ist genauso wie wenn ich Spiele spiele, die ich selber überhaupt nicht mag und nur mache, weil es im Hype ist und alles spielen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendein, weiß ich nicht, irgendein Call of Duty Valheim. oder so zu zocken, Also. da bin ich ja sowas von raus, ne? Das würde ich eher zocken als Valheim. Nee, tatsächlich bin ich eher Valheim als. Und ich habe ja schon Valheim gestreamt. Ich nicht. Schon eine Weile her, aber. Wie gesagt, ich bleibe bei Valheim dabei. Valheim ist ein tolles Spiel. An die Grafik gewöhnt man sich tatsächlich. Am Ende, sie ist Arschritze, keine Frage. Aber für das, was es ist, ist es okay. Mal eine andere kurze Frage. Ja? Seit wann haben wir hier zwei Rexe stehen? Ich habe einen noch ausgepackt, weil wir brauchen bis nachher auch Rechse opfern. Und damit wir wenigstens zwei Rechse noch da haben, deiner stand ja sowieso und ich habe meinen auch noch rausgepackt. Okay. Dass wir nicht zu viel opfern. So, jetzt müssen wir mal nochmal gucken, bevor lauter Welcher war Kram. jetzt meiner? Das ist doch Wurst. Das ist doch Wurscht. Hier unten soll einer sein. Oh, hier sind mehrere. Oh, jetzt habe ich ein Dödi kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Warum glaube ich das nicht? Weiß ich auch nicht. Mein Rex glaubt das auch nicht. So, haben wir jetzt die nächsten. So, hier sind noch eine Menge. Auf geht's. Sonst bei euch das Wochenende entspannt? Ich meine, ich weiß ja, du warst arbeiten, du hattest ja wieder keine anderen Hobbys am Wochenende, aber. Wen meinst du? Du. Das war doch nur gestern. Naja. Das ist 50% mehr als ich am Wochenende arbeite. Und? Ich glaube, mir das ja Gott sei Dank abgewöhnt. So, hab meinen Rex jetzt umbenannt. Hehe. In Robs Ruderluder? Nein, das bist ja schon du. Brech. Was, wenn du mir schon 11 Meter lieferst, ne? Ich hau den rein. Apropos Elfmeter, habt ihr Fußball geguckt? Natürlich. Hab mich sehr stark an das Spiel gegen, was war das, Argentinien, glaube ich, erinnert. Findest Wo wir 7-1 gewonnen haben. du? Du kannst Schottland mit Argentinien vergleichen? Was? Findest du kannst Schottland mit Argentinien vergleichen? Nö. Aber ich meine vom Ergebnis her. Ja, gut. Und von der Anzahl der Tore. Ich kann auch nicht sprechen. Von der Anzahl der Tore fast. Waren schon laufen, okay. Zwillingsmama war bestimmt auch schon Gassi, die heute ohne Hund. Sie geht nicht auf Toilette, sie geht Gassi. Ja, warum? Sind die auch schon wieder weg? Wer?
Zerato. Haben halt alle Angst vor dir. Das ist fast Kann wie ich bei verstehen. den Spinnerob. Das ist fast wie bei den Und außerdem, das magst du auch an mir, Frau von und zu. So. Worms. Was ist hier denn los? Wie wird ins Ohr geknurrt? Arsch. Diese Sony Dragons müssen wir auch noch zähmen. Aber die sind, glaube ich, easy. Ist einfach nur draufballern. Wen? Hier die kleinen Viecher, die auf dem Boden rumrennen und aus dem Arsch sagen. Sag ich doch, die sagen Arsch. Wo sagen die Arsch? Na. Oh, ein frecher Kano. Weißt du mal, du hast dich angebrüllt. So, den haben wir auch. Lass das Känguru in Ruhe. Arsch. Und schon sagt hier keiner mehr Arsch. Und ich habe das Känguru gerettet. Ah, ich bin ein gutes Mensch. Wir können ja hier auch Arsch sagen, denn wir haben den Stream ab 18 markiert. Von daher alles gut. Gut. Und zumindest mal, man muss dann halt Erik immer die Ohren zuhalten. Ich glaube, in der Schule hört er ganz andere Begriffe. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Heutzutage bekommen die Kinder die ganzen schlimmen Begriffe nicht mehr aus dem Fernsehen und Co., sondern aus der Schule. Ja. Was ist denn hier los? Woher, wo ich hinkomme, Golems. Ist übrigens ein 145er nachgespawnt, Golem. Könnte man nachher mal gucken, wenn man noch Zeit hat, ob wir den auch noch mitmachen. Mal schnell. Zeug müssen ja. wir noch hier noch da haben. Schnell warst du letztes Mal nicht. Na gut, der Anfang war nicht schnell. Weil der blöde Vieh sich geweigert hat, in die Falle zu gehen. Aber wissen wir ja jetzt, dass einer ihn reinkiten muss und dann hinter ihm zugebaut wird einfach. Das mit anderen Worten, ich bin wieder der Lockvogel. Ja. Sag's doch einfach. Manche Ceratos haben aber auch hübsche Farben, was? Schade, dass immer die Level so arsch sind. Arsch. Mein Arschis habe ich tot gemacht. Aua. Mini-Cerato! Schon wieder einer! Schon wieder das hatte ich bestellt, ne? Die laufen hier wirklich überall rum. Herr von und zu? Bitte was, bitte wo? Grüße hatte ich bestellt, ne? Von Freya, ja. Hm. Hab ich ja gesagt, Grüße zurück. Das stimmt. Habe ich ja schon weitergeleitet. Na siehst du. Jetzt, wo du sagst. Grüße zurück. Bestellen, wenn du es nicht gesagt hättest. So, was haben wir jetzt hier? Bleib hier! Wo ist denn das Vieh da? Aber du lebst ja immer noch. Da war sie verpackt und tot. Jetzt bin ich hier an der Stelle, wo wir, glaube ich,
mir hier nicht den anderen Golem gezähmt? Ich glaube. Hier laufen lauter Arsch rum. Ja, ich höre hier auch schon wieder. So, wie kommen wir denn da hin jetzt? Auf die Schnelle. Und weißt du auch noch den anderen Namen von... von der Mantis? Den anderen Namen von der Mantis? Hm? Nee, Mantis ist die Mantis. Nein, Gottesanbeterin. Ah ja. Muss ich vielleicht nur auch nicht. Muss es auch überlegen. Das ist richtig. Sie ist unter heute wusste es schon wieder nicht. Ich wusste gar nicht, was du meinst. Das ist nichts Neues. Oh oh, was ist, kommt da denn aufgezogen? Ich glaube, wir bekommen Sandsturm. Das kann passieren. Was? Entschuldigt, Kinders. Gesundheit. Nee, war Husten. Okay. Aber Gesundheit kann nie schaden. Nur wenn es meistens schon zu spät ist. So. Oh, wir haben Sandsturm. Ich, entweder kommt der hier bei mir noch. Ich bin nämlich noch schneller. Du musst ein bisschen lauter reden, der ist sehr laut. Aber der Agi fliegt dann sehr langsam, kann ich dir sagen. Oh, da ist er. Da ist der Sandsturm. Okay, Abbruch. Ich glaube, ich habe ein Zelt bei. Warum komme ich denn da nicht rein? Junge, ist das ein Arschspiel. Ah, falscher Felsen. Okay. Könnte mit dir wetten, wenn ich an der Base bin, ist der Sandsturm vorbei. Siehste. Zack. Daheim. Welch sind wir? Ich hätte dich auch teleportieren können, siehst du? Das ist halt arschwitzig. Ich wollte tatsächlich da mein Zelt aufstellen, aber ich konnte es auch aufstellen, aber ich bin da nicht reingekommen. Okay. Das ist total bescheuert. So. Ah. So, na, wir können hier. Erstmal eine Runde sitzen. Macht er schon wieder die Tür auf? Ja, ich will nur kurz was aus dem Hoggel nehmen. Tür zu. Danke. Das zieht. Genau. So, wie stellt man jetzt das hier? Warte mal, Crafting. Da, Hämoglobin Cocktail. So. Werde ich mich durchsetzen. Warte mal, hatte ich nicht noch
Trinkflasche, doch, habe ich doch. So. Ey, ich spiele zu viel Foundry, ich drücke andauernd die falschen Tasten. Kenn ich. Hemo, Hemo, Hemo. Ah ja. Rob, wir haben was zu tun. Komm mal her. Gleich, ein Momento. Sagst du, du bist? Da bist du. Hier. In dem mittleren Schrank sind Bloodpacks und hier sind gelbe Teile zum Leben wiederherstellen. Zum Heilen. Ich sehe hier keine Blutpäckchen. Nee, also nicht Bloodpacks, sondern diese Blutabnahmedinger. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Sehe ich aber auch nicht. Doch, sind da drinnen. Zwei Stück ganz oben. Bin ich auch am richtigen? Ach, da! Mein Bluttransfusionsset. Genau. Ja. Wir brauchen Blut. Dann schaff dich mal an. Ja, du dich auch. Ich. Reichert nicht, wenn du das machst? Im Nebenschrank sind diese Potions zum Leben wiederherstellen. Damit kannst du dich dann, wenn dein Leben zu weit runter ist, bevor du stirbst, wieder heilen. Welche sind das? Die gelben. Also die hellgelben. Das sind, glaube ich, noch die orangen, denn die sind, glaube ich... Orange ist aber nicht gelb. Das ist richtig. Aber manche sehen orange als gelb. Naja. Ja, hau mich noch, wenn wir gerade Leben verlieren durch... durchs Blut abnehmen. Weiß ich doch nicht, was du da machst. Ein Klamperklaus ist das. Muss ich da jetzt immer drücken oder läuft das automatisch, das Blut? Ne, du musst immer drücken. Wenn dann die Zahl abgelaufen ist, musst du wieder drücken. Ist das ein Scheiß? Ja. Hätte man auch einfacher machen können. Aber es ist halt arg. Schreib mal Wildcard. Keine Zeit. Ich glaube, das ist deswegen so gemacht, weil du halt auch Leben dabei verlierst. Stell dir mal vor, du stellst jetzt ein und wie so 100 Mal abnehmen, das überlebst ja gar nicht. Es gibt ja tatsächlich auch Spieler, die sagen sich nicht, scheiß drauf, ich mach das so lange, bis ich sterbe, spawn einfach neu und fang wieder von vorne an. Die wollen dann nicht sterben und so eine Geschichten. Du hast aber wenig Leben. Hm? Du hast aber wenig Leben. Naja, 450 nur. Ja, auf Leben habe ich nicht viel geskillt. Ich ja. Da warst du nicht so Fortitude. Was für Ding? Ich habe tatsächlich viel auf Gewicht. Da habe ich 690. Warte mal, was habe ich da? Da habe ich nur 370. Na gut, aber ich bin ja auch der gebaut hat dadurch. Da brauchst du ja immer mehr Gewicht. Sag doch gleich, du bist dick. Bitte?
Hast schon richtig gehört. Frech. Dicke, du sagst doch selbst immer dicke Tante zu dir. Nein, Onkel, der dicke Onkel. Ich sag gleiche. Tante, Onkel, Oma, Großnichte. Lass mich raten, das hast du auch die Woche über vermisst. Ja, immer, völlig. Völligst. So. Und jetzt brauchen wir noch Narkosemittel. Wo haben wir das denn? Ich immer die falschen Tasten drücke, das ist so. Bei Foundry ist halt ins Inventar gehen C, warum auch immer. Und immer wenn ich jetzt C drücke, ducke ich mich halt. Und kannst du das da nicht einstellen? Ich glaube, die anderen Tasten waren schon mit was anderem besetzt. Wie viel Wirt muss ich mir eigentlich abnehmen? Kannst erstmal ordentlich machen. Und du machst nichts. Wie Oha. immer, okay. Ich war jetzt ewig unterwegs und habe hier die Cerato getötet. Und konnte jetzt insgesamt damit. Obwohl, nee, einmal würde noch gehen. Ich brauche noch mehr Blut. Weil für ein so ein Ding. Ach Mensch, hör doch mal auf damit. Warte mal, Kniebeuge macht er die ganze Zeit. Also das Gute ist schon mal, das Zeug läuft nicht ab. Das ist schon mal was Positives. Haben sie aber bestimmt nur vergessen einzustellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommt. 100. Ich weiß jetzt Ja. nicht. Jetzt wird mal interessant, wie viel wir davon brauchen. Meine Frage ist zwar durchaus nicht beantwortet. Sorry, ich war gerade in Gedanken. Was war die Frage? Was das ist? Das ist, um den Cerato zu zähmen. Also Aha. quasi den einen von den neuen Dinos. Aha. Nee, halt, einmal brauchen wir noch. Habe ich mich als einziger Blut ab oder was? Ich habe jetzt erstmal abgenommen. Aufgehört, ich sehe schon. Ich sehe dein Inventar. Ja, weil ich gehe jetzt wieder los, der Sturm ist vorbei und kill wieder die blöden Viecher. Für das Opfer-Item, was der droppt, was wir für die Herstellung brauchen. Weil der droppt da nur Dreie pro Tier, was man tötet. Und wir brauchen für einen so ein Teil brauchen wir halt 10 Stück. So, wir müssen gleich mal Aha. gucken. Mal. Lass mal gucken. Wir haben doch hier bestimmt auch einen hohen. Oh, haben wir in der Nähe. Perfekt. Da unten. Wie viel brauchen wir jetzt für den? Oh. Da steht jetzt mit Kibbel Extraordinary. Sagst du mir damit gerade, ich zapfe mir umsonst Blut ab, Nein, oder nein, was? nein, 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 nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt innerhalb. Ich glaube, das ist. Das Problem ist, ich denke mal, das wird in der Mod noch nicht aktualisiert sein. Und dann zeigt er. Ist doch öfter, dass das Spyglass ist. Das ist zwar cool, aber es zeigt doch öfter mal Blödsinn an. Weil das ist ja so, ist ja quasi nicht keine normale Zähmung, also quasi easy going, ne? Du machst ihn einfach, betäubst ihn einfach und steckst ihm was in den Hintern, sondern
Ah, ja. Du musst im Prinzip mit einem starken Tank-Dino, also einem Rex zum Beispiel, mit 4 Leben, dem musst du das Zeug ins Inventar packen, was ich jetzt hergestellt habe. Und dann musst du den angreifen lassen von dem. Und der beißt dann und beißt dann und beißt dann und irgendwann ist er dann gezähmt, dadurch, dass er das Zeug aus deinem Inventar frisst, aus dem starken Dino. Also bis 100 nehme ich mit Blut ab. Dann wird's mir zu langweilig. Ja, das ist auch wirklich sehr langweilig. Wir müssen mal gucken, vielleicht, dass wir vielleicht heute einzähmen. Und dann für weitere Zähmungen dann offstream muss ich das vorbereiten, weißt du? Weil das wirklich für den Stream ist es auch zu langweilig, wenn du die ganze Zeit da sitzt und nur das Inventar siehst, wie du da auf so einen Blutbeutel drückst. Auch wenn du dabei stirbst, dann ist es nicht langweilig, davon abgesehen. Na, das können wir ja verhindern, dass man dabei stirbt. Nicht, wenn ich die Dinge verstecke. Ich versteck dich gleich, du. Das will ich sehen. Und wenn du denkst, du kannst dir hier den Wanst vollschlagen mit meinen Bohnen und Zwiebeln, dann werde ich dir gleich mal eine Zwiebeln. Trink mal was, die Leute gucken schon. Ich muss erstmal kurz dahin, dann kann ich gleich Ausdauer ziehen. So, vielen lieben Dank fürs Leckerli für die Lexi. Bevor der arme Hund verhungert. Ja, total. Wenn ihr Wenn ihr stirbt, stirbt, fünf 5 Subs. Subs. Wieso ihr? Reicht doch, wenn Steff stirbt. Genau, sein Rob stirbt dann zu oft. Damit ihr Subs. Das ist Lexi. Und Bin schon oft genug gestorben. außerdem, lieber Teufel, bin ich nicht Pearl. Mache ich keine Challenges. Pearl ist der Challenge Maker. So. Warum eigentlich nicht? Oh, ist eine gute Idee. Prost. Kannst ruhig auch mal machen. Ja. Ja. Dann machen wir das aber nur, wenn ich nächstes Mal einen Baustream mache. Nö. Das ist die Gefahr so hoch. Kann ich dich eigentlich auch umbringen denn? Frech. Jetzt kommt gleich rein, wenn Rob Steff umbringt, 20 Subs. Ja, wahrscheinlich. Steff, komm mal her. Komm mal zum Onkel. Schnell weg. Dass an jedem Cerato ein Golem hängt. Das ist so bescheuert. Dafür habt ihr gesehen, da war noch ein extra Cerato. Einer gratis. Bin schon oft genug gestorben hier. Wenn dann beide. Achso, wenn Rob stirbt, dann muss er Subs spenden. Verstehe. Habe ich auch schon oft genug gemacht. Das stimmt. Das ist auch ohne, dass du gestorben bist. Ja. Hier ist auch nochmal einer. Immerhin auf Platz 2. Mit 50. Jemand anderes mit 74 ist auf Platz 1. Ja, weil es halt auch Beschiss ist. Aber hatte ich nicht recht? Ja, das ist so dumm. Aber bis jetzt immer noch nicht zurückgezogen, ne? Check's nicht. Check dir.
Aber die, von der Intelligenz scheinen die Ceratos eher so an den Kanus nahe zu sein, ne? Also ich dachte, du redest jetzt von den Hecke. Weil Hecke haben keine Intelligenz. Das stimmt. Also doch, tatsächlich ja schon. Ich glaube, das machst du auch nicht so nebenbei. Aber, Okay, dann haben sie 5% Intelligenz. Um hacken zu können. Gründe sind natürlich immer so eine Sache. Guck mal hier, Elems. Oder? So die Steine. Es gibt ja früher, ne, obwohl, ich glaube, das war früher. Früher hast du die ja immer gesehen, ne? Die Golems. Das waren immer so eine gelblichen, länglichen Steine. Waren immer Golems. Jetzt siehst du auch noch. Jetzt siehst du die nicht mehr ganz so gut, finde ich. Ne, sehen tust du noch, aber nicht mehr so gut. Also sterbe ich jetzt oder kann ich noch einmal zapfen? Wenn Rob. Oh! 0,9 Leben habe ich noch. Wenn Rob so. Steffen tötet, muss er 25 Subs schicken. Wieso muss ich das schicken? Nö. Wenn du mich tötest, bei so ja. einer No-Death-Challenge. Wie gesagt, ich hab das ja schon mal bei Pearl gesagt. Ich halte tatsächlich nicht so von Challenges. Ist nicht so meins. So, meine 100 Loot sind im Schrank. Weil dafür ist meine Spielweise auch viel zu... langweilig. Hast du die in den Kühlschrank gepackt? Weil das Zeug verfällt ja. Ich hab's ausgetrunken. Auch schön. Kleiner Vampir. Und ich flieg wieder los ohne Essen, ohne Trinken. Na gut, trinken hätte ich noch. Das lerne ich auch nicht. Nur noch Arsch. Alleine stellt euch mal vor, eine No-Death-Challenge bei Planet Crafter. Das spiele ich ja nicht, oder noch nicht. So oft gestorben bin, einfach nur weil ich verpennt habe, dass mein Sauerstoff zu Ende ist. Ich hab's nicht mitbekommen, so ein Mist aber auch. Da wäre ich ja alt geworden bei. Oh, guck mal, noch ein kleiner Mini-Cerato. Komm her, ich kleiner. Krieg ich von dem auch was? Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? 20? Ja, aber nur eins. Also die Babys geben nur einen. War noch mal eine andere Frage. Ja, Frage. Weißt du, wann wieder Fußball ist? Ich weiß jeden Tag, aber ich meine, wann Deutschland spielt. Mittwoch, glaube ich, ne? Hab ich frei, gut. Ich glaube, der Kommentator meinte Mittwoch. Aber Uhrzeit weiß ich nicht, ne? Na gut, findet man raus. Na, ich denke mal, dadurch, dass es ja in Deutschland stattfindet, die ganze Nummer, wird es wohl abends sein, wo der normale Mitteleuropäer zu Hause ist. Nicht unbedingt. Um 21 Uhr arbeite ich noch eine Viertelstunde. 18 Uhr ist es. Oh, danke Teufel. Ja. Bin ich noch unterwegs? Na gut, verpasse ich die erste Stunde, auch nicht schlimm. Gibt ja Radio. Ist das dasselbe? Ach, du hau ab. Du interessierst mich. Ah! Was machst du denn hier? Du hast mich angekotzt, blödes Vieh. Die Atomfleuras kotzen ja. Ja, da zählen wir nachher auch noch ein. Okay. Freust dich drauf? Du machst das. Das überlege ich mir noch, ob ich mich drauf freue. Die müssen gegen Ungarn. Ja, genau. Ich glaube auch Ungarn wird ein anderes Spiel als Schottland. Schottland? Besser gemacht hätten, wenn sie nicht die Taktik genommen hätten, die sie genommen haben. Also wer? Praktisch war das... Schottland meinst du? Ja. Okay. Praktisch war das eine Vollkatastrophe. Das weiß ich nicht. Aber guck mal, wir sind sogar, waren sogar lieb zu den Schotten. Haben ihnen sogar noch ein Tor geschenkt. Ein Eigentor. Ja. Die haben nicht, das Schlimme ist eigentlich, ne? Die haben nicht einmal ja. das Tor geschossen. Nicht einmal. Nur und
als sie es gemacht haben, das hat dann einer von uns mit dem Kopfball reingemacht. Ich glaube, der wollte bestimmt da oben drüber köpfen. Köpfen. Denke ich mir zumindest mal. Das kann sein. Ja, so eine Sachen passieren. Ja. Ich sag mal, besser in so einem Spiel, als in einem Spiel, wo es 1-1 steht und dann vielleicht dann der entscheidende Gegentreffer ist, ne? Ja. Dann lieber in so einem Spiel den Schottentor schenken, scheiß drauf. Abhaken, nächstes Spiel. Genau. Aber ich bin da, wie ist es bei euch? Guckt ihr dann genau, also nur Fußball oder macht ihr dann irgendwas nebenbei? Rüdiger, genau. Genau, Rüdiger war das. Ich kam nicht drauf. Ich wusste irgendwas mit er. Also, ihr wisst ja alle, ich bin Eishockey-Fan und so weiter und Fußball ist für mich eine Randsportart. Ich guck's jetzt hier die Länderspiele. Guck ich auch. Ich auch, aber nur Deutschland. Aber tatsächlich ist Fußball für mich trotzdem so langweilig, dass ich es nicht einfach nur gucken kann. Also, vielleicht beim Finalspiel, vielleicht. Aber irgendwie, ich mach was nebenbei. Ja, genau, ich auch halt. Ne? Ich zock halt und dann läuft's halt nebenbei. Und wenn er dann, das merkst du ja schon bei den Kommentatoren, wenn er dann so, oi, 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 wenn er dann so die Stimme hebt, dann kannst du kurz gucken. Ah, okay, nee, doch nicht reingegangen. Oder ist reingegangen, je nachdem. Aber, das Ansatz ist mir Fußball wirklich einfach zu langweilig. Ich weiß, ich bin da, einer der wenigen, die dazu sehen in Deutschland. Nö, du sprichst mir aus der Seele. Aber mir ist tatsächlich. Kommt drauf an, wenn es interessant wird, dann schaue ich es. Aber ich finde nichts in. Aua! Nichts Interessantes zuzugucken, wie da 10 Leute. Aua! Ja, gut, diese Diskussion ist halt immer so, ist immer relativ. Zum Ball hinterherrennen. Ich weiß, was du sagen willst, genau. Als nächstes, also fehlt noch der Satz, gebt doch jedem einen Ball. Die Floskel fehlt auch noch. Aber das hast du ja in jeder Mannschaftssportart, ne, dass halt mehrere Leute einem Ball oder beim Eishockey mit Puck hinterher. Ey, neben dem blöden Zerrissen der Golem einfach, hat der Golem einfach gelegen. Na gut, bei Eishockey ist es wieder interessanter, weil das Spielfeld kleiner ist. Naja, also. Da sind aber auch weniger Leute drauf. Insgesamt interessanter, weil du hast ja, also A, hast du fast nicht dieses mit der Zehenspitze am Ellenbogen berührt und er kippt um, als wäre ihm ins Bein geschossen worden. Ja, also das hast du fast nie, weil Eishockey einfach eine härtere Sportart ist. Das ist ja ganz selten quasi Strafen für Schwalbe, hast du ja ganz selten. Nein! Scheiße! Das ist natürlich schneller. Die Fläche ist kleiner, das heißt, es passiert eigentlich permanent irgendwas. Ist ja wirklich selten, dass man sagt. Ich habe gerade ein kleines Problemchen. Was denn? Bin vom Oasis geflogen. Ich krieg meinen blöden Vogel nicht gepfiffen. Wo bist du denn? Warte mal, ich port mich mal zu dir. Warte, nee, alles gut. Bin ich schon da. Den sehen wir heute. Hi. Freude. Wen? Den da. Also vielleicht nicht unbedingt den, aber eine Oasis. Auch cool. Dafür sind da eben Dinger. Okay, ich bin da eben durchgeglitscht. Ja, mal gucken, ob ich auf dem noch Ultra Buggy. Ich bin noch mal gespannt, ob wir den mit auf die neue Map nehmen, also auf die andere Map nehmen können, auf The Island. Achso, ich dachte Center. Der macht aber cool. Ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen, beim Eishockey passiert halt mehr, ne? Die Fläche ist kleiner, die Sportart ist schneller. Beim Fußball, dieses Hin und. 200 Grad Kälte. Das ist gerade passieren. gefühlt. Ist natürlich immer alles Geschmackssache. Aber für mich ist halt. Hm? Ach, du lebst immer noch. Hallo? Stirbst du mal? Für mich ist halt einfach attraktiverer Sport. Aber wie gesagt, alles Geschmackssache. Ja. Zum Glück. Ja, genau. Ich meine, klar, ich wünsche, dass Eishockey insgesamt mehr Aufmerksamkeit in Deutschland kriegt.
wert? Also wenn jetzt einmal von jetzt auf gleich würden, weiß nicht, würde es einfach doppelt so viele Eishockey-Fans in Deutschland geben. Auch in jeder Stadt, wo Eishockey relevant ist. Dann wäre es ja auf einmal für alle viel schwieriger, an Karten zu kommen. Weil die Hallen sind ja aktuell in jeder Stadt so ausgelegt, dass sie halbwegs ausgelastet sind im besten Fall. Also sprich, jetzt mal auf Berlin beziehen, die Halle hat 14.200 Plätze. Wenn es jetzt auch von jetzt auf gleich irgendwie doppelt so viele Eishockey-Fans und Begeisterte geben würde, also Fans sind, es sind natürlich keine 14.200 Fans, ne, das ist ja völlig klar. Fans sind vielleicht 5.000, 7.000 und der Rest sind halt Zuschauer, Event-Fans sozusagen, die ab und zu mal hingehen zu einem sportlichen Ereignis, um mal was zu erleben. Wie manche halt auch einfach in Zoo oder in Zirkus gehen. Was ja völlig in Ordnung ist. Also sagen wir mal, es wird jetzt doppelt so viele auch noch alleine normale Fans geben, jetzt nicht mehr 7.000, sondern 14.000, dann wäre die Kurve andauernd voll, dann würden ja die Fans immer andauernd keine Karten mehr kriegen. Das die kleine Steffi könnte nicht mehr ins Eisstadion gehen. Die kleine Steffi geht sowieso nicht mehr ins Eisstadion, weil wir haben das immer früher als Familie gemacht. Wir sind ja hier eine komplette Eishockey-Familie. Und für meinen Vater war es halt einfach nicht mehr machbar mit seinen Knie, ne? Er hat halt künstliche Kniescheiben und Eishockey ist nun mal meistens im Winter. Im Winter ist es kalt vor der Halle, gerade auf diesem riesen Platz, vor der, naja, mittlerweile Uber-Arena. Und da sind seine Gelände gekühlt. Hä? Was für eine Arena? Ja, die hieß ja ganz am Anfang U2 World, dann hieß sie mehr. Achso, so, okay. Jetzt heißt sie Uber Arena aktuell. Ach stimmt, ja, die wurde ja umbenannt. Oh, ja, ja. Das ist immer, wer mit dem größten Geldsack vorbeikommt. Es aber das Thema hatten wir, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal schon. Ja, es ist traurig, aber es ist halt so. So. Und ich war sogar noch im letzten Konzert in der U2 World drin. Yeah! Weil danach war, glaube ich, keine. Ich weiß noch, ich war beim ersten Spiel in der Mercedes, in der O2 World. Und es hat im ersten Spiel direkt durchgeregnet. Und dann haben die alle Fans gesungen, wir wollen eine ganz neue Halle. Wie gerade neu eröffnet. Ich glaube, am Abend davor hat ja, glaube ich, Herbert Grönemeyer, wenn ich mich recht erinnere, hat ja die O2 World eröffnet mit einem Konzert. Und keine 24 Stunden später haben ja die Iceband das erste Spiel in dem Ding gemacht. Also wie am zweiten Tag, wo das Ding offen war, hat es schon durchgeregnet. Das lässt halt auch tief blicken, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr auf Qualität gebaut, sondern noch schnell, 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 schnell. Naja, nicht mal das. Also selbst das haut er da nicht hin. Ne? Also das ist halt eine Taktik, die nicht in Deutschland funktioniert. Nö. Siehst ja. Nee, wie gesagt, in Deutschland funktioniert die halt einfach nicht, weil du da zu viele Auflagen hast. Wie wir jetzt halt auch gesehen haben beim Flughafen, ne? Mhm. Der war ja. Ja, da hat sich das ja alle zwei Wochen geändert. Genau, der war ja halbwegs in Anführungszeichen schnell fertig. Aber dann gab es da Probleme, dann war das, dann war dies, dann war jenes. Und dadurch ist das Ding ja nicht eröffnet worden. Ist ja nicht, weil der nicht, sondern einfach, weil die nicht die Sicherheitsstandards erfüllt haben. Ja, weil die sich in der Zeit, wo sie es gebaut haben, geändert haben. So war das doch irgendwie, ne? Oh, 140, den lassen wir mal leben, falls wir ihn eventuell nachher zähmen wollen. Da? Was? War das nicht irgendwie so, dass sie, als sie das fertig hatten, dass dann die Sicherheitsauflagen für die Brandmeldeanlage, war das, glaube ich, sich geändert haben? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die dich erfüllt haben. Und ich sag mal so, kann alles passieren, auch selbst wenn die sich geändert haben, ne? Irgendwie, mein Gott, es ist sicherlich beschissen in so einem Bauprojekt. So, aber dann kenne ich dort das Problem und behebe es. Eigentlich ja. Fertig ist die Laube. Aber die haben es ja dann, es ist ja noch, ich glaube, fünfmal geprüft worden und es gab jedes Mal trotzdem wieder weitere Mängel. Hm. War der nicht schon Medon-Chef vom Flughafen? Der war ja auch zwischendurch.
Aber da war ich sag nur, da durfte doch ich sag nur Berliner Hauptbahnhof, ne? Na gut, dass die Bahn, also keine Ahnung, wer die Bahn so runterwirtschaftet und dann als Halsbringer für so einen Flughafen, der sowieso schon mächtig am Arsch ist, gehandelt wird, die sind sowieso verloren, finde ich. Ja. Ich mochte den Medon auch nie. Naja, und man kann ihn jetzt mögen oder nicht. Wenn man jetzt aber mal rein seine Leistung sieht, ist halt einfach inkompetent. Fertig ist die Laube. Mhm. Und da gibt's auch keine zwei Meinungen. Nö. Jetzt das Beispiel ist ja, wo wir schon beim Thema Hauptbahnhof sind, oben die Bahnsteige. Die Leute aus der ersten Klasse steigen im Regen aus, weil das Dach zu kurz ist. Aber das Dach passt. Aber das Dach wurde eingelagert. Mittlerweile ist es, glaube ich, verkauft worden. Och, Vogel. Vogel spinnt. Du brauchst doch bloß mal hier gucken. Wie heißt denn hier diese Sendung? Also die Sendung heißt Realer Irrsinn auf 3sat. So, kenne ich, ja. Keine Ahnung. Aber Realer Irrsinn kennen die meisten. Das wurde ja schon von großen Streamern auch schon angeguckt und so weiter. Da brauchst du bloß mal reingucken. Da ist, also pro Folge, pro Realer Irrsinn, sind ja mal so 3 Sachen oder 4 Sachen, die die da ansprechen. Aber du brauchst ja bloß mal gucken. Mindestens einmal ist die Bahn dabei. In jeder Folge. Mindestens ja. Einmal, wenn nicht sogar zweimal. Und warum? Weil die nur Scheiße machen. Ja. Beispiel Bad Bentheim zum Beispiel. Wo die Leute wie einen Umweg laufen mussten, um den Bahnsteig verlassen zu können, weil sie die Tür nicht beachtet haben. Weil die Tür ging ja nicht mehr auf vom Bahnhof. Na, wie gesagt, da waren schon. Die Bahn hat schon so viele Dinger gebracht. Ja. Traurig, aber wahr. Ah, das war ein Babyserato. Hast du mitgekriegt? Die haben ganz viele neue Babys eingefügt. Achso, kannst du ja nicht mitgekriegt, und du warst ja letztes Mal arbeiten. Die Mammuts haben jetzt Babys. Meinst du doch am Montag? Nee, wann warst du denn? Mittwoch, ja. Mittwoch, glaube ich. Da hatte ich. Stimmt, da war die Spätschicht bis 19 Uhr und ich war trotzdem erst um Mitternacht zu Hause. Ich war aber nicht so lange auf Arbeit, keine Angst. Ich hatte mit meinem besten Kumpel ein Date sozusagen. Nee. Und. Was ist denn mit ihm hier nicht in Ordnung? Wie viele Agis hier auch einfach rumfliegen. Ja, auf jeden Fall, die Mammuts haben Babys. Was hatten wir noch gesehen? Was hat er noch Babys? Jetzt vorhin habe ich gesehen, die Döns haben jetzt Babys. Das hat es gesagt, ja. Ich glaube, die Ankis? Ankis glaube ich auch. Ja, die aber schon immer Babys. Nee, Anken hatten keine Babys. Das hatte ich letztes Mal auch schon gesehen. Also wie gesagt, wenn sie es eingefügt haben, ist es jetzt nur am Mittwoch aufgefallen. Was war denn noch? Ach, Biber? Biber haben jetzt Babys? Team Biber? Ja. Ich habe doch Zement gefarmt. Da waren noch ab und zu mal Babys. Okay. Weiß nicht, was du gemacht hast am Mittwoch. Also hättest du dann Donnerstag gemacht, dann wäre ich dabei gewesen. Ach, alles gut, das war ja nur so ein bisschen nebenbei. Aber ich meine ja im Chat dabei gewesen. Mal wieder. Da freue ich mich zu Hause. So, eine Runde machen wir jetzt noch. Wie fahren wir denn jetzt von dem Zeug? 56. Das ist ein Fenster. Die Tante labert gerade irgendwas von Golems und Wyvern. Was? Auch die Tante aus dem. Aus der Kiste. Die Tante aus der Kiste? Hm. Meinst du Freya? Nein, ich habe gerade eine Kiste aufgemacht.
Ach so. Die Tante. Ach so, ach so. Du meinst eine Note. Jo. Tu das Note? Die andere Tante habe ich aufs Dumm gemacht. Die andere Tante. Vielleicht, wenn ich die dicke Tante auf dem Ohr hab. Na, na. Na, 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 na. Der ist hier dick. Ich sehe hier keinen dicken, nur einer und der ist nicht dick. Das hast du von Obelix geklaut. Das ist korrekt. Ich wollte gerade fragen, na, kennst du von wem dieser legendäre Satz ist? Wollte ich gerade fragen. Ja. Ich gehe gerade irgendwie in so einen Keller. Weiß grad nicht, wo, weiß grad nicht, wo ich bin. Holst du den Wein? Hä? Holst du den Wein? Ja. Ich bin hier gerade. Hier war gerade so eine. Ich bin ja in der Wüste, wie du gesehen hast. Hier war so ein altes Dorf. Da war so eine Art Palast und jetzt bin ich so. Bin ich hier runtergegangen, jetzt bin ich in so einer Art Höhle. Ich weiß nicht, ob es da dann Dungeon oder was. Ich weiß es nicht. Oh, ich sind die echt einfach zu töten, ne, die Ceratos. Also ich habe schon mal eine Höhle entdeckt. Na wie gesagt, das muss ja hier auch theoretisch irgendwelche Höhle. Bisher kommst du auch mit dem Agi hier gut durch. Sagst du ja selber immer. Ja, das ist aber was anderes, wenn man es selber sagt, oder? Ist das nicht was anderes, wenn man sich selbst als Zick bezeichnet, als wenn es andere macht? Finde ich schon. Ach, was. Ich meine, bei Rob ist es noch in Ordnung. Da fühle ich mich tatsächlich eher nicht beleidigt. Nicht? Ich finde es immer viel frecher, wenn meine Mama das sagt. Überleg gerade, ob ich hier weiter durchlaufen soll oder wieder rausgehen soll. Das kann ich dir nicht sagen. Oh. Aua! Auf jeden Fall bist du irgendwo, wo du auf den Sack kriegst. Nö. Ich fall hier mal vom Agi. Bist du jetzt doch abgemountet worden? Hä? Bist du jetzt doch abgemountet worden? Na, irgendwie Zimmerdecke. Hä? Aua, Hilfe! Ich bin tot. Rob wurde gekillt. Wie komme ich jetzt wieder zu meinem Agi? Wo bist du denn? Wo ist denn dein Agi gestorben? Kannst du das sagen? Ich. Ist das nicht auf der Map? Warte mal. Klaus Runde, da bist du doch. Ich bin 2,4 Kilometer vom Zuhause weg. So, warte mal. Ich track auch mal. Blaues Wunder ist da noch, ja? Ja. Dann kannst du dich nämlich gleich zu mir porten. Ich nehme meine Kapsel mit. Robs Blaues Wunder, zack. Kann ich mich auch dahin porten? Ich glaube, du kannst dich nur zu Spielern porten. Darum würde ich jetzt da hinfliegen und dann kannst du dich zu mir porten. Ich wäre sonst mit dem anderen Agi hingeflogen. Kannst du auch machen, weil ich meine, sind hier 3000 Meter von hier aus. Ja, von mir aus ist dichter.
Ich flieg mal mit dem grünen Wunder hin. So. Immer mal. Ist jetzt halt die Frage, wie viel von dem Zeug brauchen wir, ne? Für einen Cerato von einem High-Level. Das ist die Frage. So, Steff, jetzt bist du dran mit Sterben, ne? Wieso habe ich Überhitzung? Ich spiele hier mit in der Unterhose umher. Der Jabob macht schon wieder Terror. Weiß ich nicht, ich habe keinen. Aber willst du die Höhle die mit angucken? Dann kannst du dich zu mir reporten gleich. Können wir gleich machen. Sekunde. Aber mein Agi überlebt hat. Da waren unten drei so eine komischen Würmer. Diese, die aus Bucken, weißt? Arthropleura. Genau. Ach, wieso bin ich da vom Agi geflogen? Verstehe ich nicht. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist das genau die Grenze, wo du nicht mehr fliegen kannst, wo du automatisch abgemountet wirst. Oder kann sein, ja. Vielleicht, unsichtbare Dinos. Nee. Lovia. Was für Link? Polovia, die sich im Boden verstecken, dich anspringen und dich dann abmounten. Ich war aber ich bin aber geflogen. Dann weiß ich es auch nicht, Mensch. Okay. Na, aber die holen dich auch vom Fliegen ein Viech. Okay. So, das ist. Also wenn du willst, kannst du zu mir kommen. Ich bin jetzt oben drauf. Ja, Sekunde, ich will nur mal schnell. Oh, scheiße, mein Jaboa ist tot. Du passt ja toll auf deine Tiere auf. Ich bin da auch nicht drin, ich warte auf die dicke Tante hier. Kann ich nicht wissen, dass die dicke Tante noch drei Stunden braucht. Klar kannst du das wissen, das ist doch immer so. Ah. Wie lange dauert denn jetzt das Herstellen hier? Ich will nur schnell, achso, ich brauchte Blut noch. Ich will nur schnell herstellen, bevor das Blut alles abläuft. Mein Agi steht aber gerade still. Okay. Crafting. Hemo. So, 6-mal können wir herstellen. Wie gesagt, ich bin halt absolut unsicher, wie viel Zeug wir davon brauchen. Das ist halt 6 Stunden später. Ja. Warte jetzt noch eine Minute, dann gehe ich rein. Beruhigen Sie sich. Mal ein bisschen Zeitdruck hier aufbauen. Beruhigen Sie sich. Ich bin doch ganz ruhig. So, jetzt haben wir 9-mal von dem Zeug. In der Zeit lese ich einmal WhatsApp. Ist dann die Frage, ob das reicht. Haben wir irgendwas für in eine Höhle rinzugehen? Nö. Wir haben ja nicht mal Tüler bei. Soll ich nochmal 2 Tüler holen? Nein. Sieben. Dann gucken wir mal, was der Bürgerbräukeller sagt. Folgen Sie mir, junge Dame. Entschuldige, alte Dame. Ja, hier wird es automatisch abgemountet, hier ist. Kannst du noch fliegen?
Nö, ich laufe jetzt. Oh, schreck mich doch nicht so. Hast du nicht die... Ach, hier ist auch mein Rucksack. Super. Was? Das Zeug, was hier drin war, das hat sich richtig gelohnt. Ja, also das ist definitiv eine Höhle. Mir wird es wahrscheinlich irgendwo das Artefakt geben. Das wir dann brauchen, um den Manticore zu bezuseln. Jetzt übrigens von meinen Argi leuchtet übrigens gerade wieder. Ich weiß jetzt von wovon das kommt. Wie viel? Dö. Und? Kommt von der na Krypto an. Okay, aber also die ist aber ausgestellt. Ich hatte dem da in der Hand, um den grün einzupacken. Und seitdem leuchtet mein Agi wieder. Kommst du jetzt auch mit, wenn wir jetzt schon in die Höhle rein? Dann. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin weiter runter rein. Oder wolltest du jetzt nicht weiter rein in die Höhle? Eigentlich war es jetzt nicht so der Plan. Dann nehmen wir wieder zurück. Aber können wir sonst gerne machen. Nee, dann machen wir das Höhlending hier mal. Wir müssen ja dann wahrscheinlich eh mehrere Artefakte holen. Dann machen wir das an beim mal dann in einem gesonderten Stream. Weil heute war eigentlich auch der Plan zu zähmen. War ja auch jetzt hier nicht, nicht mein... los. Ich hatte mich eine Titanbohr in den Zeh gebissen. Aua. Ich habe keine weißen Bären. Na, noch geht's. Aber warte mal, es blinkt doch nicht mehr, das Bewusstloszeichen. Und du hast auch keine Sterne mehr. Ja, sag ich ja. Das blinkt nicht mehr. So ist jetzt der Rucksack von meinem Chabi. Der Boa. Ach, total bescheuert, dass du mit einem Vogel zwar nicht mehr fliegen kannst, aber dann laufen kannst, ne? Ja. So bekloppt. Aber ich hätte auch die Shotgun nehmen können, ne? Die auch umbringen können. Die Pumpgun. Ja. Kann man. Die habe ich gar nicht gedacht in dem Moment, wo ich runtergeflogen bin. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? War ich nicht irgendwo ein Loch in der Decke? Halt, wartest du auch mal auf mich? Naja, ich würde ja gerne schon abhauen, aber ich komme hier nicht raus. Okay. Fliegen kannst du echt nicht. Ah, hier. Ich komme hinterher. So. Schwupp haben wir es wieder rausgeschafft. Schade um die Bären in meinem Chapeau, aber egal. Hab den, die Tasche habe ich jetzt nicht gesucht. Ja gut, die sind ja schnell wieder gefarmt. Ja.
Gehst einmal mit dem Wassertank runter und schon hast die war wieder voll. Ja, der farmt die ganz gut, die Bären. Das stimmt. Ja. Kängurus auch. Die farmen die, glaube ich, auch ganz gut. Haben wir aber noch nicht. Klar haben wir Kängurus, haben wir beim letzten Mal gezähmt. Haben wir? Ich bin der Meinung, wir haben Hüpferus gezähmt. Mal gleich mal in die Base gucken, aber... Kannst du auch mal auf mich warten. Mike, ich störe hier um. Braves Kind. Brave Tante. Ich weiß nicht, ich kann nicht fliegen. Ich weiß. Da ist einfach ein Weg rauszufinden, wa? Ach, das schon, aber dauert halt langsam. Die Argis sind nicht die schnellsten im Laufen. Du kannst doch wieder ab einem bestimmten Punkt kannst du wieder fliegen. Ja, hier jetzt. Ja, merke ich gerade. Ich flieg trotzdem nicht zu hoch, bevor ich doch wieder abgemountet werde. Ist der Sturz nicht ganz so tief? So viel Fallschaden kriegt man ja nicht. Na gut, ich habe ja 620 Leben davon abgesehen. Da bin ich. Yeah. So, dann lass mal nach Hause porten. Da würde ich ja gerne, aber so eine dicke Tante macht sie hier. Breit. Ja. Bin noch mitgekommen. So. Dann lass doch mal probieren, ob wir jetzt einen Cerato damit zähmen können. Ansonsten, wenn es nicht reicht, dann wissen wir, okay, wir brauchen mehr. Wie gesagt, normalerweise würde ja da eine Anzahl stehen, die steht aber nicht. Da steht nur... Mach mal, warte mal, wir können noch mehr machen. Zwei Stück können wir noch machen, das heißt, ich brauche noch mal 30 Blut. Das kriegen wir hin, zack. Bisschen Akkordeck. So, schnell mal 30 Blut abgenommen und dann... Wir haben doch Chapuas, glaube ich, in Kapsel, ne? Hä? Ich glaube, wir haben ja Chapuas in der Kapsel, ne? Ja. Ich hatte letztes Mal, haben wir, glaube ich, alle aufgezogen. Dann klaue ich mir mal ein. Was los, Schnarcheule, hä? Huh? Was los, Schnarchibär? Ich hoffe, dass man das nicht allzu doll hört, wenn die immer so schnarcht. Ich höre nichts. So. Und ich habe wieder Rüstung. Dann haben wir 11 Mal davon. So. Prokoptodon. Genau, das Hüpferu. Okay. Was sind das alles 145er Chipboas? Ja. Naja, war noch hier nur 150, war noch immer nur 145er, die damit waren. Weil ich beim letzten Mal unsere Vorräte an Chipboas wieder aufgefüllt habe. Welchen nehmen wir denn? Also das ist der Rocke, der Golem, der Rocky. Wir können nachher nochmal in die Schlucht fliegen zum Abschluss. Und können gucken, ob wir vielleicht ein zweites gutes... Was sagen wir, kein Tier. Nein, Weibern. Ja, Weibern-Ei finden. So. Wie hieß denn mein Jabua? Weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung, meiner ist Jabob. Jabby, genau. Sehr kreativ. Boah. Baby, der Zweite. Auf was haben wir die eigentlich mal geläffelt? Leben. Leben, ne? Ja, die brauchst du nur auf Leben skillen, aber selbst das hilft nicht. Ne, hat man ja gesehen.
Das Schlimme ist halt auch, sie sind ja niedlich und so weiter, aber an sich, später, wenn du dann, also wenn jetzt hier SE durch ist, benutzt du sie halt einfach nicht mehr. Die nutzt ja nur hier auf der Insel, auf der Map, um dich vor die Wetter-Events zu warnen. Hatten wir nicht noch Blut im Kühlschrank angefangen? Tatsache. Bevor das nämlich abläuft. So. Jetzt auch noch ein paar Bärchens rein. So, ich hätte mich mal vorher heilen sollen, bevor ich die Dinger weg. Wir haben doch noch hier. Halt, nein. So viel renne ich müssen. Hast du jetzt hier eigentlich eine komplette Ghillie-Rüstung? Auf SE? Jetzt habe ich das wieder aufgehoben. Oh, ich hasse es. Jetzt ignoriert er mich. Oh. Das war die grüne, ne? Die Blätterrüstung. Genau, genau. Da habe ich zwei Teile. Brauche ich denn den Rest? Brauche ich den Vogel? Aber die brauchen wir nämlich nachher. Guck mal, Vogel ausräumen sehe ich gerade. So, da haben wir 240er und 145er hier. Willst du mit bei der mit zur Zähmung? Welche Zähmung? Ceratosaurus. Kann ich machen, ich bin nur schnell. Ah, oh, eine Peitsche. Auch die kann man immer brauchen. Also tatsächlich ist da nicht viel zu machen, ne? Wir nehmen halt einen Rex, packen dem das Zeug rein und dann greift der Cerato den an und irgendwann ist er dann halt gezähmt, theoretisch. So hatte ich das verstanden. Muss mal ein bisschen gucken, ob das dann am Ende wirklich so funktioniert. Bestimmt nicht. Hallo, wir reden über A. Ich find's gut, du musst optimistisch sein, finde ich gut. Aber wir reden hier über Ark, also. Einzig hat mir ein bisschen Kopfschmerz macht, dass der blöde Titano da rumrennt. Hm, kriegen wir den gekillt? Bestimmt. Na, er sagt das nicht. Titanus. Ich glaube, ich habe doch mal mit Oma Strudel einen Titano angegriffen und wir haben es gerade so überlebt, glaube ich. War ich ja auch nicht dabei. Ja, eben. Wobei ich schon glaube, dass du ein bisschen in Ark ein bisschen kompetenter bist als die Oma. Da hast du schon mehr gespielt als die Oma. Meinst du, ich habe ein bisschen mehr Stäbe-Erfahrung. Das auch. Dann schnapp dir mal einen Rex. Ich bin noch gar nicht so weit. Lass mich doch mal. Ich höre immer nur, ich bin noch nicht so weit. Ich brauche noch. Ich bin noch am Auspacken. Ei. Diese Tante, ey.
Ich denke mal, das war an Rob jetzt gerichtet, ne? Denke ich nicht. Na, ich denke schon. So, lass der Flasche noch voll machen. An euch beide. Frech. Hallo? So, dann lass einmal hier runter. Ganz schön frech für dein Alter, Frau von und zu. Hast du einen Rex bei? Ich dreh den nochmal um. Einmal mit. Du hast ja auch keinen Rex bei. Einmal mit Profis war gestern, heute reicht schon einmal ohne Idioten. Du hast auch keinen Rex bei, also. Und was steht hier unten? Eine Eismaschine. Ja, ich nehme Softeis. Schoko Vanille. Schoko Vanille? Vanille Schoko. Die Paula ist eine Kuh. Warum stehen denn hier noch zwei Rexe? Ich hab eigentlich jetzt den Opferrex mitgenommen. Zur Zähmung für den Cerato. Aber ich sag jetzt, dann nehme ich den halt, weil die sind ja alle gleich gelevelt. Das nehme ich den. Also nehme ich jetzt nicht meinen mit, sondern einen anderen. Ist doch wurscht jetzt, wir wollen einfach nur den blöden Titano killen. Selbst wenn der da oben, selbst wenn in Anführungszeichen deiner stirbt, nimmst du den anderen, die sind alle gleich. Nein, meiner ist zwei Level weiter. Boss, das sind die Boss-Wechsel, der kann nicht zwei Level weiter sein. 308, die anderen sind nur 306. Ja, weil von der Geburt her. Och, jetzt ist hier auch noch ein Golem. Wir dich um. Was? 25.000. Muss ich jetzt meinen Vogel einpacken, ne? Tante? Ja. Jetzt muss er erstmal hier einen Golem töten. Und du machst das schon. Machst halt an dem scheiß Golem, machst du halt nur 162 Schaden. Der macht zwar auch keinen Schaden, aber... Wenn wir letztendlich Erik Pets bestimmt nicht. Na, ich weiß ja. Er würde eher mitmachen. Ich bin super cool, was super ist. Giga, der macht nochmal ein bisschen mehr Schaden. Zwei Stunden haben wir ihn noch abgebaut. Was machst du da? Ich mach ihn ab. Ich glaube, mit Beißen baust du ihn gar nicht ab. Weil ich krieg hier die ganze Zeit nur Obsidian. Öl, Stein, Kristall, Metall, Sulfur. Jetzt ist er weg. Ich hab meine Eisenspitzhacke genommen. Ja, geht auch.
So, und was hab ich bekommen? Attacke da auf den Dicken da oben. Warte, Obsidian, Öl, Schwefel und Kristalle und Metall. Naja, kriegst du alles von dem. Oh, ich muss was trinken. Ich weiß ja, ich glaube, du hast auch noch Chips von dem gekriegt. So, wen jetzt? Ihn hier. Kann ich auch. Macht er nur bei dir Schaden eigentlich? Ja, ne? Hä? Ne, bei dir sind andere Schadenzahlen als bei mir. Okay, mach bei uns beiden Schaden. Aber ihn dann nicht gleich hochpressen. Ich baue den mit der Kette wieder an. Dann kriegen wir so viel Fleisch. Da oben auf über den Spitz. Wenn er irgendwann mal down ist. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte. Du solltest auch nur angreifen, wenn du das wirklich zu Ende bringen kannst. Weil die nämlich sonst zu holen, aber das nicht jeden vom Leben hätte. Wir haben die Hälfte. Da musst du wirklich sicher sein, dass du das zu Ende bringen kannst. Weil die dich sonst bis zu deiner Base verfolgen. Du kriegst schon gar nicht mehr dran. Weil man steht hier ein bisschen vor deiner Base und zerlegt dich komplett. 90k hat er noch. Ja, zu zweit. Noch 80. Ich hab nicht mein Fernglas nämlich den Ball offen. Achso. Siehst du derselbe. Oh, 45 haben wir schon. Nur noch, meine ich. Das ist mich gerade das Netz, das Symbol bei seinem Leben, an die Schweizer Flagge. An unseren übernächsten Gegner. Schweiz war ja, glaube ich, mit dem Team noch, ne? Zu viel zubeißen, ne, wenn er... Ich geh weg, denn... So. Ich hab'n Arschi-Zot gemacht. Sag mal, hat der Rex jetzt hier einfach weitergefressen? So ein Blödmann. Super. Ich bin abgestiegen und der Rex dachte sich dann, na gut, dann mache ich alleine weiter. Warum bin ich ja weggegangen? Ne, ich habe ja auch nicht weitergebissen, ich habe ja, bin abgestiegen. Und der Rex ist von alleine und hat ihn abgebaut. Lol. So. Also, eben so wie beim anderen. Moment, ich bring mal kurz Zeug hoch. Okay. Willst du dein, was du abgebaut hast, aus dem Dings auch noch hier reinpacken? Jo. Ich denke mal, du kannst dann eigentlich deinen Rex einpacken, den du bei hast. Aber ich soll ihn mitnehmen. Wir hatten mehr Leben verloren. Deiner. Dann nehmen wir nämlich den anderen hier, den weiblichen, und der tankt dann gleich den Cerato beim Zähmen.
Ich bleib jetzt auf dem Rex erstmal noch. Hab ich alles drin? Ja. Okay. Schmeiß. Ah, scheiße. Bist du noch da? Nee, schon weg. Okay. Ja, wenn es jetzt nicht viel ist, ist ja nicht so schlimm. Ich hätte das vom Golem noch reinpacken können. Das hatte ich ja bei mir im Inventar. Ja, das war ja die Frage. Darum solltest du eigentlich reinpacken. Warte, ich komm nochmal. Nee, ich pack das sonst im Rex. Musst du nicht extra nochmal. Ich bin doch schon so. Da. Du musst dann nur aufpassen, gleich der Cerato, dass dann dein Rex, darum sagte ich eigentlich, wäre es cooler, wenn du dann auf den Vogel gehst und nicht auf dem Rex bleibst. Wir müssen dann gucken, dass der nicht, dass dein Rex nicht dann den Cerato triggert. Die Aggro. Ich glaube, dann geht nämlich die Zähmengeschwindigkeit, also die Effizienz runter, weil du ja das Zeug nicht drin hast, dann. Da muss man halt mitgucken. Er ist eingepackt. Nervensäge. Was heißt denn hier Nervensäge? Scheiß drauf. Ja, von Anfang an auf meinem Vogel bleiben können. Naja, wir haben aber jetzt ja nun mal erstmal. Ja, ja. Akiri gemacht. Ja, ja. Wieso hab ich das eigentlich noch im Inventar? Ich brauche was zu trinken. Ah. Oh. Das Gefühl kenne ich tatsächlich, wenn ich mit dir zocke. Eigentlich bräuchte ich ja einen Schnaps, wenn ich mit dir zocke, aber noch zu früh. Wir müssen mal abends zocken. Ja, aktuell zocken wir ja mal eher so mittags, wenn, weil wir ja mal am Sonntag Arc machen. Ja. Ist ja dann eher mittags. So. Scheiße. Ah. Ach, die dicke Tante ist schon wieder da. Das ist doch hier direkt unter der Base. Ja, jetzt muss ich trotzdem kurz warten, bevor es weitergeht. So. Ah! Wie schön du auch auf einen hörst. Was denn? Ich hab gesagt, jetzt musst du mal kurz warten, bevor es weitergeht, und der rennt einfach los. Du bist doch ein Vogel, du bist doch schneller. Na und? Ist noch ein Arsch? Nö, ein Terror. Und Ameisen. Einfach Ameisen. Mensch, bist du langsam. Oh, ich hab Hitzeschlag. Gibt's hier irgendwo Wasser hier da unten? Ich flieg mal zum Wasser. Zurückpackt. Hat. Wie auch andere komische Tiere und so. Dass ein Biker das gar nicht erfassen kann. Okay. Dann reicht's auch, wenn man mit den Füßen ins Wasser geht. Das habe ich bei Tante Freya gelernt. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Soll ich dazu noch was sagen? Aber er macht mal einen Freund.
lustig aus, euer Kampf. Ich kämpfe nicht. Ich meine ja euren einseitigen Kampf. Irgendwas leuchtet. Hier geht nämlich gerade ein rosa Rauch auf. Ja, das schon. Aber mehr auch nicht. Wie heißt der? Cerato. Mit C, wie Caesar. Ja. Achtung, er ist on the road. Ich weiß nicht, ob der zu dir hinkommt. Ja, er kommt zu dir. Ich geh erstmal weg von dem, weil bringt ja nichts, wenn ich da rumhampel mit ihm und. Dann geh ich ihm hier hin, hier kommt er nicht hin. Falls er immer noch auf mich drauf ist. Also wenn er nicht, solange wie er nicht fliehen kann, bin ich hier safe. So. Hier habe ich doch schon ein Video von Spookix. Aha. Oder so ähnlich. So. Hallo, abspielen. Danke. Ist er laut? Lol. Was denn? In ein Loch, da muss den Spargel erst noch schälen. Oh, Spargel schälen ist auch so eine eklige Angelegenheit, ne? Hast du gerade Ruhe gesagt? Ja. Was ist denn da passiert? Sonst verstehe ich das nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich dem Rex das einmal einimpfen muss, damit es funktioniert. Wie gesagt, verbraucht hat er das nicht. So, ich mach dich jetzt mal stumm. Frech. Rob mag keinen Spargel. Das kann sein. Ich glaube, Rob ist sowieso eine kleine Mäkeltante, was Essen angeht. Ist ein Kilo. Ist ein Kilo so viel? Ich weiß gar nicht. Muss halt sagen, ich habe von dem ganzen Sachen so gar nichts am Hut, weil ich esse immer nur das fertige Produkt dann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also du merkst halt von der Qualität her manchmal beim Spargel, manche sind holziger und so weiter. Aber ich merke zum Beispiel auch keinen großen Unterschied zwischen frisch gekauften Beelitzer Spargel und Spargel aus dem Glas. Da eh da Sauce Hollandaise drüber kommt, whatever. Da ich auch keinen Schmerz damit fertig geschälten, nicht Beelitzer Spargel im Glas zu kaufen, ganz ehrlich. Gibt's ja nur eine Woche, darum friere ich heute was ein. Okay. Wie gesagt, den im Glas gibt's die ganze Woche, das ganze Jahr über. Na super.
Die Jab-Ops schreien auch schon wieder rum. Da kommt schon wieder irgendwas an. Aber haben sie cool gemacht, ne? Seht ihr da hinten im Hintergrund diese Hitzespiegelung? Das haben sie schon cool gemacht. Ich muss halt auch sagen, am Ende meine Meinung vom letzten Mal bleibt. Da können sie noch so schöne Hitzeeffekte und so weiter einfügen. Wenn es dann halt immer noch nicht schaffen, die Steine anständig zu platzieren. Gerade diese Mini-Stein-Dinger hier auf The Island. Und dass sie dann noch nicht schaffen, dass über einen, naja, fast jetzt schon ein Jahr. Ne, im August ist ja, ich glaube Ende August tatsächlich, ist ja ASA released worden, 2023. Das heißt, wir haben jetzt fast ein Jahr schon. Und das ist immer noch nicht behoben. Es liegen immer noch alle Steine auf The Island. Wie gesagt, ich frage mich auch, wie das released worden sein konnte. Prüft das denn bei denen keiner? Da musst du ja nicht mal, du musst ja nicht mal groß, dass du sagst, ja, das ist eine ganz, eine einzelne versteckte Stelle. Da würde kein Schwanz ja was sagen. Das sind ja überall auf der Map. Fliegt sich, da guckt sich das keiner mal an? Oder scheißen die wirklich einfach nur drauf? Das sind so Sachen, die würde mich interessieren. Einfach nur scheißen die auf uns. Und ja, sicherlich. Mir wurde ja schon gesagt, ja, aber wenn sie es jetzt beheben, dann ist das wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Okay, und? Ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit, so ein Spiel zu programmieren. Kann ja nicht sein, dass es dann ein Fehler ist und weil der dann viel Arbeit ist, den zu beheben. Wir lassen ihn einfach drin. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Und was ist? Ich habe einen Hitzschlag. Scheiße. Warte, ich muss mich erstmal schnell in Sicherheit bringen. Den kann ich jetzt sagen. Du musst eine Falle bauen. Eine Falle? Ja. Wieso das denn? So wurde es in dem Video erklärt. Also in dem Video, was ich geguckt habe, war von Falle nicht die Rede. In dem Video, was ich jetzt geguckt habe, war die... Wie funktioniert denn die Zähmung an sich? Entweder bleibst du drauf sitzen oder steigst ab. Das Tier braucht auf jeden Fall eine hohe... Dings. Einen hohen Lebenswert. Ja. Genau. Aber ich schick dir aber das Video mal rüber. Ich will nicht. Nee, darum solltest du dir das Video angucken. Ich will mir jetzt nicht im Stream ein Video angucken. Dann müssen wir das 10 von dem Mist viel vertagen. Keine Ahnung. Ich wollte es dir trotzdem nur rüber schicken. Falls du es nochmal hinterher gucken willst. Videos von dem Vieh, wie man es zähmt, habe ich ja ohne Ende gefunden. Bin nur der Meinung. Also, ich habe mir halt, glaube ich, von Dex ein Video angeguckt. Der hat einfach auf dem Drecks. Auf einem Vieh gesessen. Der Zerator hat auf den eingebissen. Jetzt weiß ich aber nicht, was dabei passiert ist. Ich weiß nur, du musst den halt tanken. Und der Vieh muss, der den tanken muss, dieses Zeug, was ich hergestellt habe von dem Zerator, ja. Im Inventar haben. Aber was passiert? Ja. Muss ich das... Der trinkt das alleine. Der trinkt das von alleine, wenn er drauf drauf... Ja. Nämlich bei uns hier, der hat zwar drauf rumgebissen, aber hat nichts davon getrunken. Es sind immer noch 11 drinne. Darum, das war jetzt die Frage. Aber ich weiß nicht, ob 11 reichen. Das ist dann die nächste Frage. Und wie gesagt, die Frage ist halt auch, warum trinkt er das nicht von alleine? Das kann ich dir nicht sagen. Also in dem Video, was ich geguckt habe, der hatte eine Falle gebaut. Ja, Falle brauchst du doch nicht. Kannst du nur so sagen, wie es in dem Video zu sehen war. Ah. Wow. Hey, das ist ja nicht... Wie gesagt, ich kann es dir nur so sagen, wie in dem Video zu sehen war. Anders weiß ich es nicht.
da wurde halt auf das Tier eingebissen in der Falle und der hat dann alleine getrunken. Er stand daneben. Verstehen? Hast du noch anderes Zeug im Dino? Das kann natürlich sein, dass es daran lag. Ceratosaurus, ne? Genau. Okay, dann war das richtige Video. Der wird denn, wenn er das da trinkt, dann wird er dadurch wieder gezähmt oder was? Nein, dadurch ist er, ich sag jetzt mal, betäubt, dann brauchst du das Lied an den Kippel. Okay, dann bring mal die Dino Heilpotions mit und das Kibbel bitte. Wenn ich gleich nochmal auf den Schlag nehmen kann, kann ich das mal kurz geben. Dann heile ich den Rex sofort auf hier. Ist er abgestiegen. Aber er... Aber er er hat aber auch gesagt, man kann auch drauf bleiben. Aua, in dem Video ging es eigentlich recht schnell. Sonst mal kurz ablenken. Er folgt dir noch. Ja, ich bin aber schneller als er. Dann hab ich gleich abgehakt. Also noch ist er hinter dir her. Nee, der tötet was anderes. Der kämpft nur in der Hand. Ja, jetzt ist er abgelenkt. Und da bist du. Jetzt müsste ja alles tot sein in der Umgebung. Soll ich das ins in Dino packen? Ja, bitte. Hey, schmeiß mich hier nicht. So. Na, ich gebe mal dem Rex schon mal einmal so ein Heilding. So, was ist er jetzt hin? Mir aus ging geradeaus, genau. Thank you.
die ersten 10 Minuten, die sie rausbringen, wenn die 10 Minuten sehr backen. Okay, ja, nicht das erste Mal bei euch. So, dann kurz mit der Kurs mal mit Abschleichen. Ist dein Dino passiv? Das weiß ich eigentlich. Ich glaube nicht. Wenn ich absteige, muss ich vorher erstmal wieder Abstand zu ihm gewinnen. Genau. Fällt mir gerade noch ein. Ich absteige und dann. Und er tötet ihn. Ihn auf jeden Fall vertrieben. Was halt so witzig ist, hat ja mein Rex diesen komischen rosa Buff. Was passiert denn jetzt? So, ich glaube, wenn du absteigst, ist es vielleicht doch besser mit der Falle. Nicht, dass er dann auf dich geht, weißt du? Ich bin dann bei das Feuer weg. Ich nehme mal Abstand. Was ich schon überlegt habe, was auch sein kann, vielleicht, dass er nur Männchen haben will. Ich weiß nicht, aber ich habe hier so. Hast du ein Weibchen? Ich sitze auf dem Weibchen, ja. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, im Video wurde auch nichts gesagt. Ich weiß. Ich habe sonst ein Männchen dabei. Hallöchen, Mama Ju, vielen lieben Dank für deinen Raid. Und hallo Raiders. Ich grüße euch und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. So, gucken wir mal, was habt ihr Schönes gemacht? Ja, ich bin auch schon dabei. Vielen lieben Dank für den Shoutout. Ah. Horizon Forbidden. Okay. Grüße, Mama. Und wie war's? Ich hab da. Ist das nicht. War das nicht konsolenexklusiv? Oder verwechselt wird jetzt mit irgendeinem Spiel? Genau, Rob. Vielen lieben Dank für das verschenkte Abo an Mama Ju. Gott, wir haben schon wieder einen Haufen Zeug hier drin. Wir versuchen gerade einen Cerato zu zähmen. Was eher so semi funktioniert, was ja bei neuen Tieren bei Wildcard nicht selten ist. Ja, warte mal. So. Zack. Oder sonst nimm mal das. So, ich hab's passiv gemacht und lass jetzt erstmal und steig dann ab. Sonst nimm halt das Zeug raus. Ja. Aus dem Dino. Und pack's erst rein, wenn er bei dir ist. Kennst du? Kann auch sein. So, also so wurde es im Video gemacht. Kurz bevor der den, ich sag jetzt mal, angegriffen hat, hat er das Zeug erst reingepackt. Und hier steht falsch, ich sehe nichts. Thank you.
kommst du denn zur Bahn? Das funktioniert halt immer noch nicht, ne? Soll ich sonst mal mein Glück probieren? Ich würde jetzt noch mal hin und dann absteigen. Super, jetzt ist der da runtergefallen und der rechts steht hier oben. Das ist so hohl schon wieder, diese Zähmung. Er hat es auch nicht verbraucht. Du sagst, das hat in dem Video, ging das super schnell. Dann wäre jetzt meine Idee höchstens noch. Er hat auch eine Falle. Ach, mit deiner Falle? Das ist doch irrelevant. Falle wäre doch nur wichtig, damit er nicht wegrennt. Tut er aber nicht. Und da sagst du ja selber, das ging in dem Video, ging das zucki zucki. Hier bei uns irgendwie, der weiß der Falle, jetzt, ja. Hat eine Stunde auf das Video führt ein, und das passiert nichts. Das Blöd müsste viel. Die Kreatur ist einfach verpackt und dann eine Stunde. Arschlecken. Ich hätte doch mal mehr Falle versucht, aber egal. Du verstehst das grundsätzliche Ding daran nicht. Die Falle ist doch völlig irrelevant. Wenn das jetzt wäre, wir versuchen ihn zu zähmen und er rennt weg. Okay, sage ich, ja, los, let's go. danke für deinen Lurk, Mama Ju. Lass uns eine Falle bauen. Das ist aber irrelevant, macht er ja nicht. Weißt du, er rennt ja nicht weg. Ist ja, er bleibt ja da, aber er verbraucht nicht das Zeug, so wie er es eigentlich verbrauchen soll. Und das ist das Problem. Dann wäre jetzt... Aber das ist schon immer bei allen Zähmungen gewesen, die Wildcard jetzt alternativ einfügt, was nicht Betäuben oder Passiv-Tame ist. Immer diese alternativen Zähmmethoden sind immer für'n Arsch. Das übrigens, wenn er denn betäubt ist, dann Passiv-Zähm, nur so zur Info. Wie, wenn er betäubt ist, Passiv-Zähm? Na, wenn er das Zeug getrunken hat. Naja, wenn er betäubt ist, dann muss ich ihm das doch reinstecken, oder? Und wenn du denkst, nein, du kannst dir hier den Wanst vollschlagen mit meinen Bohnen und Zwiebeln, dann werde ich dir gleich mal eine Zwiebeln. Aber denk mal was, die Leute gucken schon. So, Moment, jetzt müssen wir erstmal... Ich leg sie erstmal ihr Leckerchen. Eins nach dem anderen. Vielleicht sind ja auch bei Mama Ju Leute dabei, die das vielleicht wissen, wie wir den zähmen. Was war falsch machen? So, hier. So, vielen lieben Dank. Prost, Kinders. So. Vielleicht ist da ja jemand bei, der das weiß. So, wir hatten ja noch. Hier hinten die 240er an der Weihwandschlucht.
Ja, genau. Das ist es halt. Und alle anderen Zähmungen, die sind teilweise mal ganz spannend und mal ganz witzig. Aber egal, was bis jetzt war, was Wildcard für alternative Zähmmethoden eingefügt hat, es war immer Arschritze. Es hat immer nur Probleme gemacht. Guck mal, egal, ob es der Desmodus war, ne, diese Riesenfledermaus, ob es der, hier dieses Schulterpad, wie hieß er denn? Dieses Vieh auf, der Chitin frisst. Wo du den anlocken musst, wenn du Chitin im Inventar hast oder auf der Null hast oder so und der frisst es dann. Na, ihr wisst alle, wen ich meine. Das, was dann viele zum Bau noch genommen haben, weil das wie ein Jetpack ist. Die Zähmung war völlig von Eimer. Das ist eigentlich immer. Diese ganzen alternativen Dinger, die funktionieren alle eher so semi. Aber aktuell, alle Viecher, ich sag's euch so wie es ist, alle Viecher, die wir aktuell haben, die, und mit 10 Methoden und so weiter, das sind alles Sachen, die wir, wo wir für Wildcard, für wahrscheinlich Arc 2 oder so, andere 10 Methoden für die testen. Was anderes ist es nicht. Ansonsten, guck mal, es ist jede 10 Methode ist anders von diesen alternativen Dingern. Es ist immer anders. Dann ist auch, und es kommt ja auch keine normale mit Betäuben mehr dazu. Es ist ja nur noch dieses alternative Zeugs, ne? Also von daher, testen wir wahrscheinlich einfach für die für Arc 2 oder sonst irgendwas, oder testen wir einfach die 10 Methoden. Was anderes ist es eh nicht. Hier genauso. Jetzt der letzte hier, der rausgekommen ist. Wie hieß er denn? Phasalasuchus. Das ist doch genauso eine Arschritzen-Zähmung. Mit irgendwie draufspringen und dann rennt er gegen Steine und wird dadurch langsam betäubt. Aber wer rennt gegen was anderes, dann wirst du abgemountet und die Zähmung ist für den Arsch. Und manchmal funktioniert das auch einfach nicht. Na super, da sind 214 nebeneinander. Das wäre dann auch nicht die Lösung. Das kann sein. Mit dem Kopf durch die Wand, ja, das kann sein. Wie gesagt, es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, wenn sie mal was Neues ausprobieren wollen, um Abwechslung auch reinzubringen. Alles schön und gut. Aber es ist halt nervig, weil die C-Methoden halt auch meistens einfach nicht richtig funktionieren, ne? Der andere hin. Ist doch nur noch einer da. Der ist da drüben. Bims. Hä? Ah. Mit mir.
Guck. Keine Idee. Ja, hier, komm, weiter, hier, ja, komm. Komm, du willst es doch auch. Hm, guck mal, lecker Chicken Wings, komm. Also, ich habe gerade noch ein Video geguckt. Ja. Und das ist auch, er ist nur 4 Wochen alt, das andere war schon 10 Monate alt. Weißt du, was sein kann, dass das dann, Darf ich auch mal zu Ende erzählen, bevor du mir ins Wort fällst? Wäre sehr nett, danke. Was vielleicht Mott hier war. Und die hat an ihren Dino verfüttert, denn hatte der eine lila Wolke und als der zugebissen hat, der andere, hat der denn den, ich sag jetzt mal, die Betäubung bekommen. So, genau, das war halt die Frage, ne? Ob ich ihm das einimpfen muss. Also deinem Dino, dem Rex denn, ja? Ja, klar. Aber ich glaube, der Cocktail reicht nicht. Die hatten alle über 40 gehabt. In den Videos, was ich bisher gesehen habe. Ein dämlich Vieh. Willst du ihn jetzt mit dem Agi ziehen? Nee, ich will ihn jetzt runterziehen. Weil hier sind nämlich 240 auf einer Stelle. Ich versuche jetzt gerade hier. Also ich habe es jetzt erstmal voneinander getrennt. Und jetzt versuche ich ihn gerade hier ein bisschen weiter runter zu holen. Oh, hier ist ein Phasolosuchus, den haben wir vorher weg. Huch, was passiert hier? Blöde Phasolosuchus, der wirft mich mit seiner Kacke. Kenn ich, ja. So, was haben wir da hinten für ihn?